Hallo. Ich heiße Matthias. Hallo. Hallo. Hört ihr alle zu, oder? Ja. Ja, geil. Ich heiße Matthias und feiere heute mal den Junggesellenabschied. Homo-Ehe ist gestattet. Ab heute ist erlaubt. Und ich wurde dazu gezwungen, ein bisschen was zu erzählen am heutigen Tag. Ich weiß noch nicht genau was, aber es fällt mir gleich ein. Mein erstes Mal! Mein erstes Mal, das ist schon lange her, ja. Gewaltfrei, okay, dann fällt das erste Mal schon mal raus. Nein, Spaß beiseite. Nein, wir freuen uns in Hamburg zu sein. Wir kommen aus Paderborn, das ist wie 400 Kilometer entfernt. Ziemlich geil, dass wir sind. Politisch sind wir heute nicht engagiert. Ich habe die Grünen gewählt übrigens. Ja. Ja, Refugees Welcome heißt das. Frieden auf der Welt oder so. Und ja, meine Jungs feiern sich ab. Ich bin ratlos. Dein erstes Mal? Mein erstes Mal, das hatte ich glaube ich mit 14 oder so. Aber es war geil. Es war gut. Sehr gut. Weiter! Jetzt bin ich 33 und gehe den nächsten Schritt. Bekomme Nachwuchs. Im Dezember ist es soweit und dann übernimmt man Verantwortung für sich selbst, für seine Familie und denkt auch ein bisschen, wo die Welt hingeht. Und ruhig da hinten, ja. Und denkt und hofft, dass alles so weitergeht, wie es ist. Im Frieden und dass alles geil bleibt einfach, ja. Und sehr tolerant, wie in Hamburg, glaube ich. Ja, alle Gruppen finden entspannt zusammen, ja. Wir freuen uns einfach, heute ein bisschen hier zu feiern, Gast sein zu dürfen. Und ich würde die Jungs beten, nach vorne zu kommen, dass wir noch ein bisschen eine kleine Show bieten. Macht Werbung für unsere Musik später. Werbung, ja, nee, nicht Werbung. Ich glaube, wir singen gleich ein Liedchen noch. Alle zusammen. Nico, pack das Handy weg. Pascal, Tim, Aykut, Kai-Uwe. Und wir machen ein bisschen Mucke für euch und einfach, wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Ja, wir nehmen das andere vor, die Gitarre. Ja. Hey Hamburg, was geht ab? Wollt ihr den Junggesellen singen hören? Ja! Wollt ihr ihn singen hören? Ja! Make lauter, love, lauter, lauter! Ja! Lemon Tree. Ja? Hast du die Noten? Nee. Richtig! Ach Tim. Und ein bisschen besser. Wunderbar. Warte! Achso, okay. Wir machen ein bisschen Musik für euch heute. Für den Frieden! Ja, klar. Für den Frieden. Für AfD! Ja. Ich warte ein Wochenende auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt. Als wäre es ein Rhythmus, als gäbe es ein Lied, das sich immer weiter durch die Straßen zieht. Um dir entgehen, ich hab toll, wie ausgemacht. Sich ohne Kindheit.
Dankeschön. Auf Matthias und Lilia. Dankeschön, dass wir da sein durften. Ja, die Kritiker dieser Veranstaltung werden mir das wahrscheinlich vorwerfen, dass ich hier jeden sprechen lasse. Ja, leider, es ist leider nicht immer so ungezwungen, wie es ist oder wie es scheint. Genau, ich erkläre nochmal hier für die Leute, was wir hier machen. Hier ist ein offenes Mikrofon. Hier darf jeder sprechen, der jugendfreundlich und gewaltfrei ist und sich an einen guten Ton hält und die Redezeit von 6 Minuten. Und man darf hier auch längere Beiträge anmelden, bis 20 Minuten. Aber man sollte natürlich schon so ein bisschen darauf achten, dass es vom Interesse ist, vom öffentlichen Interesse, wenn man sich hier in den öffentlichen Raum stellt. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß und viel Spaß bei eurem Junggesellenabschied. Ich muss aber noch mal die Zuschauer darauf hinweisen, dass wir hier darum bitten, auf Alkohol und Drogen zu verzichten und genau, zumindest auf der Bühne, das hat ja auch ganz gut geklappt und schönen Abend noch. Und die anderen, den sage ich doch mal hier die Regeln, gewaltfrei, jugendfreundlich und in guten Ton, 6 Minuten nicht überschreiten und wir legen weiter im Takt. Und wenn ihr eine längere Rede anmelden möchtet, dann müsst ihr einfach nur hier vorne Bescheid sagen. Und dann probieren wir das hier einzuplanen. Bis circa 21 Uhr sind wir noch hier, jeden Montag 18:30 bis 21 Uhr. Genau, es wäre auch schön, wenn die Spendendose stehen bleibt. Ihr dürft sie sogar füllen, aber bitte nicht mitnehmen. Wo ist es? Genau, wie die.